Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ich bin heute mit Le Stinker hier. Und zwar sind wir in der Garage, unschwer zu erkennen. Ja, also. Und es geht am EJ6 weiter. Und zwar beim Thema Antriebswellen. Etwas, was uns jetzt schon ein paar Stunden aufgehalten hat. Oh ja. Ganz einfach, also ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit filmen, wie ich daran verzweifle, die Dinge raus, also die Antriebswellen rauszunehmen. So sieht das Ganze jetzt auf der Fahrerseite aus. Du fliegst gleich auf die Fresse. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Und zwar normalerweise nimmt man einen Traggelenkabzieher und drückt das Benüppelchen einfach nach oben raus, kann dann das hier alles nach oben rausheben und die Antriebswelle einfach rausziehen. Und das Problem, was wir hatten, ist, dass das Ganze so fest hing, dass wir das partout nicht rausgekriegt haben. Weder mit dem Traggelenkabzieher noch mit einem Hammer. Es hat sich einfach nichts bewegt. Deswegen haben wir das dann so gemacht, dass wir hier oben einfach das Fahrwerk ausgebaut haben und dann entsprechend hier den oberen Querlenker abgeschraubt haben. Das Ganze dann zur Seite weggedrückt haben. Und jetzt da unten sieht man die Antriebswelle samt Zwischenwelle, ja, die sieht man da hinten auch noch liegen, da ungefähr. Und die ist direkt mit rausgekommen, weil ich keine Lust hatte, das jetzt unterm Auto rauszuhebeln. Das mache ich später zu Hause mal, ganz in Ruhe. Und ja, jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen da auch weiter. So, unschwer zu erkennen ist das Rad schon runter und ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennt. Also an der Mutter ist hier unten, also normalerweise ist hier eine Kerbe da. Ja, die ist eingeschlagen. Die muss man rausschlagen, um die Mutter zu lösen. In diesem Fall mit einer, da kommt sie ins Bild geflogen, mit einer 32er Nuss. Ja, und dann würde ich sagen, gib ihm, ne? Ja. Aber ich mach's mir trotzdem bequem. So! Du hast meinen Innenraum dreckig gemacht, du Schwein. Ist mir egal. Soll ich loslassen? Du kannst loslassen, ja. Lass los. Ja, geh ins Licht. Ja, ich sehe schon die Sonne vor mir. Und dann zwei Gänge runterschalten. Boah! Ja, die Paul Walker, ne? Genau. So! So, da sieht man das Ganze. Hier ist also original diese Kerbe. Und wie gesagt, die muss rausgeschlagen werden. 32er Nuss und dann gib ihm. Am besten etwas mit viel Hebelwirkung. Und dann läuft das auch, ne? Jo, die Musik tut läuft. Wo kommt das denn her? Von unserem Bob, du Stehlampe. Da würde ich sagen, ich stelle euch hier ab und dann geht's weiter im Text. Dann können wir nämlich Musik hören. So ist das nämlich. Jo. Here I am, I know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home. So, weil wir das Ganze so machen wie auf der anderen Seite, packen wir erstmal den Müll hier weg. Ja. Machen wir einmal hier das Federbein los, also lose einmal hier unten die Gabel, oben entsprechend Feder und Dämpfer. Das schrauben wir dann gleich noch am Dom ab. Ja, man sieht da oben Federbein, Dämpfer. Aber nicht verwechseln mit dem Kölner Dom. Genau. Flachwitz ist on fleek ist das. Ja. Das heißt, wir machen das nicht wieder über einen Traggelenkausdrücker, weil, naja. Gut, das ging jetzt auch relativ flott eigentlich, wenn man weiß wie. Heißt also, wir machen die Kombination einmal lose, ziehen das von oben raus, oberen Querlenker raus und dann gib ihm. Oh, kannst du wieder Musik anmachen. Jo. Denn für meine Zuschauer gibt es eine Timelapse. Ja.
ist die Antriebswelle auf der Beifahrerseite raus. Das ist die Getriebeseite. Hier geht es einfach darum, hebeln, drehen. Also das am besten zu zweit machen, weil der eine hebelt dann am besten unterm Auto direkt, der andere dreht dann immer mal wieder. Und dann, also hier ist so ein kleiner Sprengring, man sieht den da sehr gut, ja, hier auf der Innenseite. Und der ploppt dann raus und dann könnt ihr die Antriebswelle einfach abziehen. Danke an Paul, ja, auf jeden Fall für den Tipp. Ich danke dir sehr herzlich, auch den anderen Jungs aus der Gruppe. Top. Ja, und das war es dann auch schon mit dem Video. Also ich schneide es gerade, das ist mir aufgefallen. Ich habe gar kein Outro gemacht. Von daher, ja, das war es dann mit dem Antriebswellenausbau. Es geht jetzt also langsam los mit dem Engine Swap. Und das wird noch ganz interessant. Also wir haben heute noch den Motorkran aufgebaut. Und da denke ich mal, wird es dann am Donnerstag ein paar Bilder zu geben, wie wir dann den B16 rausheben und den D16 rein. Das sollte eigentlich alles heute passieren, aber durch die Antriebswellengeschichte kam es leider nicht dazu. Macht aber nichts. Wie gesagt, das passiert dann trotzdem noch die Woche hoffentlich. Und dann würde ich sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Übrigens, mega geil, wir sind schon fast 90 Abonnenten. Also es geht immer, immer schneller. Es freut mich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Kinder, tschüss.